kein Gewinn. Ja. Hi zusammen, Ingo hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich komme nämlich gerade vom zweiten Tag der Leipziger Buchmesse nach Hause, also ins Hotel. Und ich wollte noch mal ganz kurz erzählen meine Eindrücke des Tages. Heute Freitag, mein zweiter Messetag, war beeindruckend. Ich habe heute viel erlebt. Ich war heute Morgen direkt bei Markus Heitz, habe da auch gefilmt. Da wird es sehr wahrscheinlich ein halbstündiges Video zur Doors-Reihe geben, was ich spannend fand. Ich habe die Doors-Reihe auch noch nicht gelesen, aber je mehr ich davon höre, desto mehr interessiert es mich dann halt auch. Und Markus Heitz ist halt ein cooler Typ. Danach habe ich Andreas Eschbach gesehen und auch aufgenommen, eine Lesung aus dem neuen Perry Rhodan, auch insgesamt eine halbe Stunde gefilmt. Und dann bin ich durch die Messe getingelt, habe mich mit vielen Leuten getroffen, ich habe mich viel unterhalten, ich habe so heute nicht wirklich viel gefilmt, aber man saugt halt alles auf. Und abschließend waren wir noch auf einem Event außerhalb der Messe. Wir waren beim Herrn der Ringe. Das war eine Aktion, von der ich nicht ganz genau gewusst habe, was mich da erwartet. Es war eine Lesung von Andreas Fröhlich, der in der deutschen Synchro des Films Gollum spricht. Und außerdem ist er auch bekannt für seine Arbeit mit den drei Fragezeichen. Natürlich. Dann war noch die deutsche Synchrostimme von Frodo dabei. Die beiden haben vorgetragen gelesen, was großartig war. Das Ganze wurde während der Vorlesung illustriert von John Howe, der halt die Bücher illustriert hat, der halt auch in den Spielfilmen von Peter Jackson mitgearbeitet hat. Im Hintergrund sieht man auf der Leinwand, wie John Howe live halt malt. Der saß halt auch vorne so ein bisschen abgeschottet, weil er halt auch ein bisschen seine Ruhe braucht. War aber gut erkennbar. Es wurde dann über seine Kamera, über seine Schulter die Kamera gestellt und gefilmt und wir, das Publikum, sahen das dann halt im Backdrop. Außerdem gab es noch Interviews und Gespräche mit Verlegern und noch viel, viel mehr. Und abgerundet wurde das Ganze durch ein kleines, also es war schon ein großes Orchester, aber für Tolkien-Verhältnisse war es dann doch überschaubar. Ein Orchester, das halt die Filmmusik gespielt hat. Und das war total rund. Moderiert wurde der ganze Abend von Dennis Scheck, der seine Sache unwahrscheinlich gut gemacht hat. Und das war heute Abend nochmal so ein Sahnetüpfelchen. Meine lieben Leute, begann Bilbo und erhob sich von seinem Platz. Der Lärm erstarrt. Ich will euch nicht lange aufhalten, rief er. Beifall für die ganze Versammlung. Nun gut, antwortete Frodo laut und senkte sein Schwert. Aber ich habe immer noch Angst.
Und dennoch werde ich, wie du siehst, diesem Geschöpf nichts zuleide tun. Denn jetzt, da ich ihn sehe, habe ich Mitleid mit ihm. Sam starrte seinen Herrn an, denn er schien mit jemandem zu reden, der nicht da war. Gollum hob den Kopf. Du armer Kerl, Sifir, Schatz. Elend, Elend. Hobbits, Hobbits werden uns nicht töten. Nette Hobbits. Nein, das werden wir nicht. I would just like to say on behalf of many people who I don't represent that without all of you, none of this would happen. So thank you, everyone. Nur noch ein Song vom Jugendsymphonieorchester der Johann Sebastian Bach Musikschule. Freuen uns darauf. Nach dem Herr der Ringe-Event wollen wir halt noch wieder ins Hotel kommen und wir sind hier in Halle, also mussten wir auf die S-Bahn warten, sind in die S-Bahn rein und die war proppenvoll, wir mussten alle ein bisschen zusammenrücken. Dann saßen wir bei uns in unserer Viererabteilung, erst zu zweit und dann gesellten sich noch zwei fremde Leute dazu, ne, Platz machen, man rückt ja gerne zusammen. Und dann entwickelte sich noch ein nettes Gespräch. Und zwar saß neben mir eine Literaturkritikerin, sehr wahrscheinlich aus dem Feuilleton, wie ich das verstanden habe. Und sie wurde dann ganz neugierig, als ich gesagt habe, dass ich Buchvorstellungen mache auf Social Media, sprich auf YouTube. Und das hat sie total interessiert. Sie war da gar nicht irgendwie so, oh, der Feind oder so, auch ob sie hat das zwar angesprochen, so dieses Feindbild, was ja tatsächlich existiert, aber das war ein tolles Gespräch und super Abschluss für den ganzen tollen Tag und Abend. Ich überlege mir nochmal, ob ich da noch ein bisschen mehr zu erzählen soll, weil das war nochmal ein cooles Gespräch. Aber das hat das Ganze irgendwie heute nochmal so. Das war ein schöner Abschluss. Apropos schöner Abschluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das Video jetzt gucken mögt. Viel Spaß beim Lesen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, macht's gut.